Was glaubt man, OZ Fighter Osarion? Auf der globalen Version hat nun die Gohan, Goku und Goten Day Campaign Part 1 angefangen, um es kurz zu sagen, die Goku Day Celebration. Aber auch auf der japanischen Version wird die Goku Day Celebration stattfinden, nur etwas anders. Dementsprechend gucken wir uns alle Informationen und Details zu den beiden Celebrations an für Global und JP. Wir haben natürlich auch noch das Erscheinen von LR Gohan und Goten. Wir werden heute in dem Video auch besprechen, in dem kleinen Banner Review, sage ich mal, ob man für LR Gohan und Goten auf der globalen Version summonen sollte, könnte. Darauf werde ich kurz eingehen und... Wohlgemerkt, sie sind nur auf der globalen Version erschienen. Explizit in den japanischen Informationen, in den japanischen News steht nämlich dran, dass sie auf der globalen Version erschienen sind, aber ihr Release auf der japanischen Version wird noch folgen später. Also das kann noch etwas dauern, vielleicht erst nach Ablauf dieser Celebration auf JP, die geht bis Ende Mai oder auch im Prinzip später. Also halten wir erstmal fest, LR Gohan und Goten sind vorerst nur auf der globalen Version erschienen. Außerhalb davon haben wir noch News zu einem neuen Transforming LR Broly mit einem Active Skill. Da gab es gleich ein bisschen Verwirrung. In den Daten hat man nämlich sowas gefunden, das sprechen wir heute im Video auch an. Zudem haben wir noch das EZA für Physisch Goku Black auf der japanischen Version und ein Free-to-Play Gogeta, Base Form Gogeta mit EZA für die japanische Version. Deswegen würde ich sagen, sehr viele Informationen. Wir fangen sofort mal an. Wir werden das alles in dem Video besprechen. Wir haben einen Login-Bonus über die nächsten 3 Tage. Bekommt ihr 42 Stones und es gibt Special Missions, die gucken wir uns gleich an. Es gibt einen Dragon Stone Sale, die gucken wir uns auch gleich näher an. Beziehungsweise könnt ihr euch ja abchecken in den Dragon Stone Sale. Das Banner gucken wir uns gleich näher an. Das so können, werden wir heute auch machen in dem separaten Video. Ihr bekommt 3 Flaggen durch den Login Boni, 3 Währungen im Barbershop. Mit diesen Flaggen, denke ich einfach mal, könnt ihr euch die EZA Family Kamehameha Charaktere holen. Wir haben das Story Event von Free-to-Play Goku, der zukünftig zum LR wird, also der zukünftig zu Free-to-Play LR Goku und Arale wird. Er kann nun auf seine TOR-Version gebracht werden. Ich habe dazu ein Video gemacht, Freunde, das könnt ihr euch gerne abchecken. Alle Informationen und Details dazu, wie ihr quasi ihn zu der TOR-Version bringt, aber dann auch in Zukunft zu der LR-Version. Aktuell auf Global kann man ihn nur zu der TOR-Version bringen. Gucken wir aber gleich drauf drüber. Story-Events zu Family Kamehameha sind online. Gewisse Dokumente sind daily online über die nächste Zeit. Bis zum 4. Juni. Das Dragon Ball Super Story Event kommt wieder zurück am 8.5.8.30 unsere Zeit. Family Kamehameha Summon gibt es, würde ich aber nicht sagen, möchte sein. Das Extreme Battle der Family Kamehameha Charaktere kommt zurück. Und zwar gibt es dann hier noch an der Stelle das, ja, die Rückkehr von Extreme Battle von Broly kommt am 15.5.8.30. Das Story Event von Bio Broly kommt am 15.5. Bardock ebenso. Ja, und das ist so der übliche Kram, sag ich mal. Aber das ist sehr, sehr gut. Dreifach Experience durch die Quest-Stages. Also wenn ihr ranken wollt, rein in die Quest und dort, ja, Experience farmen. Dokument gucken wir jetzt, wie gesagt, im separaten Video an. Heute noch auf jeden Fall ganz kurz hierzu. Die TOR-Version wurde hinzugefügt, dass das Story-Event, Freunde, auf Stage 5 droppen die Medaillen. Ihr braucht 30 Medaillen, um ihn auf die TOR-Version zu bringen. Vergisst nicht, die Charaktere der Dragon Ball Seekers Kategorie waren das richtig, richtig arm. Eine erhöhte Drop-Rate, wie gesagt, alle Infos und Details zu dem im separaten Video. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Login-Bonus, wie gesagt, über die nächsten 3 Tage gibt es bis zu 42 Stones. Heute gab es 13, morgen 14, morgen 15 und dann immer 1 Stone pro Tag, bis die Celebration endet. Und ihr habt gesehen, ja, wie gesagt, die Währung gibt es auch, 3 Stück davon, könnt ihr euch gerne abchecken, beziehungsweise die Charaktere dann holen. Die Special Missions, Freunde, Daily Special Missions, einmal trainieren, einmal ein Growth Event machen, also zum Beispiel so ein Orb Stage Event oder War Tournament Stage von Hercule. 3 Stages gehen, dann bekommt ihr die Sachen, die gelistet sind. Am Wochenende kommen noch quasi die Medaillen hinzu, wenn ihr jeweils 59 Stones verbraucht. Special Missions an der Stelle quasi ohne Limit, Part 1 Mission. Wir wissen, by the way, nicht, wann Part 2 anfängt. Aber Part 1 Mission sind folgendermaßen: trainiert einen Charakter bis zu 3-mal, bringt einen Charakter auf bis zu SA5, trainiert, cleared bis zu 15 Story Events, macht bis zu 15 Dokkan Events, nutzt bis zu 10 Support Items, verbraucht bis zu 1500 Stamina. Get an Awakening Medal in Events, ja, holt euch Awakening Medal aus dem Event und dann, wenn ihr alles geschafft, beziehungsweise wenn ihr 10 geschafft habt, bekommt ihr 3 Stones und natürlich das alles, was ihr noch gelistet ist, jeweils, was ihr geschafft habt. So viel eigentlich auch zu Global. Wir gucken ganz kurz auf JP Celebration rein und dann gucken wir uns kurz das Banner Review an. Und zwar, auf der Patch Version, Freunde, wird diese Goku Celebration zusätzlich zu der Golden Week, beziehungsweise ist das mehr oder weniger Golden Week Part 2, ja, gefeiert, sage ich mal. Es gibt einen Long Bone. Auch auf JP gibt es über die nächsten 3 Tage 42 Stones. Es kommt ein neues Event auf der japanischen Version. Am
9.05. 8 Uhr morgens unsere Zeit. Dieses Event wird von der Schwierigkeit her ähnlich wie Super Battleroads sein. Das gucken wir uns gleich noch im Anschluss an, wie genau die Stages aussehen werden. Und dann kommt noch ein Ticket-Banner, Freunde. Am 9.05. 8 Uhr morgens, wenn ihr euch einloggt auf der japanischen Version, bekommt ihr 30 Tickets. Und mit diesen Tickets könnt ihr dann zusammen im Ticket-Banner ab dem 9.05. da. Das ist nur ein Goku-Only-Ticket-Banner, aber also das Banner ist noch nicht live. Ich gehe stark davon aus, dass aber ein Ticket-Banner wird ohne Dokkan-exklusive Gokus, also ohne Ui-Goku und so fort. Aber ich könnte mir vorstellen, dass LS Super Saiyan 3 Goku in dem Banner sein könnte. Ich weiß es noch nicht, bin gespannt, wie das Banner die nächsten Tage aussieht. Und dann kommt das Extreme-Mittel von Goku Black physisch, wie gesagt. Das kommt am 9.05. 8 Uhr morgens unsere Zeit. Die Gokus Family-Kategorie ist sehr effektiv gegen das Easy A von Goku Black. Ein Family Goku Family Banner wird ebenso live kommen. Und wie gesagt, hier gibt es auch diese drei Flaggen, die euch, mit denen ihr euch die Easy A-Charaktere holen könnt. Das Story Event ist zurück. Und das von Videl kommt am 16.05. Raditz ebenso. Denn ihr seht es an, World Tournament auf JP wird auch stattfinden am 24.05. 10 Uhr morgens unsere Zeit. Außerhalb davon wäre es das eigentlich mehr oder weniger auch zu JP. Wie gesagt, Login Boni auch auf jeden Fall immer einloggen. Über die nächsten Tage holt euch die 42 Stones. Und genau, dann, und ja, wie gesagt, die Tickets gibt es auch. Drei Flaggen und bis zu 30 Tickets. Aber jetzt zum Banner, Freunde. Wahrscheinlich eines der wichtigeren Sachen. Zum Banner zu LA Gohan und Goten. Ich muss eine Sache sagen, Freunde, den Charakter haben wir uns gestern detailreich angesehen. Der Charakter ist nicht schlecht. Natürlich hat er von Linkskills her wenig Ki, aber vertraut mir, in den Teams, in den Vertrieben gibt es eine gesunde Umgebung. Es gibt gute und viele Charaktere, die für Ki, für ihn sorgen werden und unterschätzt seine Additional Attack nicht, die eine Medium-Chance hat, eine Super-Attack zu sein. Er hat einen sehr hohen Angriff-Set. Er macht, um es kurz zu sagen, sehr guten Schaden. Er ist auch defensiv stark. Er ist ein sehr guter Charakter, das will ich damit sagen. Aber er ist kein Must-Have. Das muss ich klipp und klar sagen, vor allem in Anbetracht dessen, dass wir auf der globalen Version noch das 4-jährige Jubiläum erwarten. Eine wichtige Sache auszuwerken, sollte man hier Sam oder nicht, in Global gibt es noch keine Gacha-Coins. Es gibt noch nicht diese Dokkan-Coins. Sie kommen zum Jubiläum. Das Jubiläum fängt Juli an, laut Team Dokkaner 7.7. sogar. Heißt, eigentlich würde ich allen Global-Spielern raten, spart eure Stones für das Jubiläum, denn im Jubiläum gibt es diese Dokkan-Coins. Sie machen auf jeden Fall das aus. Aber außerhalb davon finde ich, ganz ehrlich, vor allem LR Goku besser als LR GG, also besser als LR Gohan und Goten. Also LR Goku ist wirklich astrein. Die Sache ist die, werden schon ein bisschen struggle, will ich nicht sagen, aber man wird ein bisschen LR Goku ist sozusagen, sorry, LR Goku wird einfacher auf seine 18 Ki Ulti kommen, aber LR Vegeta ebenso, weil sie bekommt pro Rainbow und pro, in dem Fall Goku, Agel Orb und Vegeta pro Strength Orb zusätzlichen Ki Boost. Die werden einfacher auf ihre, die sind einfach konstanter, die Charaktere, und die sind besser, meiner Meinung nach. LR Goku, vor allem LR Goku, weil der hat sofort einen Angriffsset. LR Vegeta muss ihn aufbauen, aber LR Goku, wirklich von den Dokkan-Festen LR, finde ich der Beste, auch wegen seiner Kategorie, wegen seiner Leader-Skill. Also, der ist, wie gesagt, ein sehr guter Charakter, aber kein Must-Have aktuell auf Global, finde ich. Das ist meine Meinung. Abgesehen davon, wie sehen die Banner aus? Das Banner von LR Gohan und Goten sieht folgendermaßen aus. Dieser Gohan ist sehr, sehr gut. Dieser Gohan gefällt mir sehr, sehr gut. Ist ein sehr guter Supporter, sei es für Movie Heroes, aber auch ein Must-Have in dem Team, zum Beispiel mit dem Gohan. Also der ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben Evo Vegeta im Banner. Okay, der ist Evo Vegeta ein guter Charakter. Vegeta Blue auch ein guter Charakter. Ultimate Gohan nicht schlecht, nimmt man mit. Nein, Müll. Nicht schlecht, Gotenks, aber muss nicht sein. Muss auch nicht sein. Auch nach dem sehr guten Charakter, aber muss auch nicht sein. Dann haben wir noch den Boy und den Boy. Es sind 10 Charaktere. Aber die LR-Banner werden genauso sein. Das, die Jubiläen-Banner, Freunde, sorry. Also meiner Meinung nach sind die Banner vom Jubiläum besser. Freunde, die Banner vom Jubiläum, da würde ich eigentlich jeden raten, dort zu summonen. Vergiss mal Trunks und Zamasu. Trunks und Zamasu auf Global werden erst mehr oder weniger Ende des Jahres kommen. Da wird in den nach dem Jubiläum werdet ihr noch gut Zeit haben. Die andere Frage ist auch, kommt vielleicht nach dem Jubiläum eventuell 300 Millionen Download Celebration, weil in den letzten Jahren war das oft, dass nach dem Jubiläum danach ein Download Celebration stattgefunden hat. Kann ich euch nicht sagen, ich weiß nicht, ob die 300 Millionen Downloads gefeiert wurden und erreicht wurden, sorry, oder nicht. Was ich im Endeffekt damit sagen will, ist, summoned in den Bannern vom Jubiläum. Redet die Banner nicht klein. Im Gokus Banner haben wir LR Goku, LR Vegito, Transforming Goku, Jiden, wir haben Angel Gohan Freezer, Ui Goku, ja, Vierfach Goku und die anderen seien mal dahingestellt. Aber wir haben da zwei Dokkan-exklusive LR. In Vegetas Banner
haben wir auch in LR Super Saiyan 4 Vegeta auch Zaidokan exklusiv LR. LR Vegeta, LR Vegeta. Wir haben C17, Evo Vegeta, Transforming Freezer und Talis in dem Banner von Vegeta. Das ist ein sehr gutes Banner. Die Sache ist jedoch, Evo Vegeta ist jetzt hier drin. Heißt das, dass vielleicht Evo Vegeta nicht im Banner von dem Vierfachen sein wird? Ganz ehrlich, da kann ich euch nichts zu sagen. Ich kann mir auch vorstellen, also die Diskussion haben wir oft auf Global, aber im Endeffekt werden die Banner auch gar nicht geändert. Es kann auch sein, dass die Banner einfach gleich bleiben. Das kann ich euch nicht sagen. Kann aber auch sein, dass sie geändert werden. Aber der Wert der Banner von dem Jubiläum ist für mich viel, viel besser als dieses Banner. Und auch die Dokkan Coins kommen hinzu. Die andere Sache ist jetzt jedoch, in diesem Banner, ihr seht es schon, gibt es einen Discount. Für 100 Stunden gibt es einen Discount für die Banner von LR, Gohan und Goten. Dieser sieht folgendermaßen aus, Freunde. Der erste Durchlauf wird komplett vergünstigt sein. Der erste Multi, ihr bekommt 10 Charaktere, kostet 3 Stones. Zweiter Multi 35 Stones, dritter Multi 45 Stones und der vierte ist kostenlos. Heißt, es sind 110 Stones für 4 Multis, 4 volle Multis. Danach, nach dem allerersten Durchlauf, nach den 4 Multis, zahlt ihr für jeden Multi 50 Stones und jeder vierte wird dann kostenlos sein. Für 100 Stunden. Da kann ich dann schon verstehen und würde dann vielleicht euch raten, nehmt den allerersten Durchlauf mit. Nehmt die ersten 4 Multis mit, weil dafür zahlt ihr 110 Stones. Das sind ein bisschen mehr als 2 Multis so gesehen. Also von Wert der Stones her. Und dafür bekommt ihr 4 Multis. Da würde ich sagen, versucht euer Glück mit den 110 Stones. Diese 110 Stones bekommt ihr sicherlich zurück bis zum Jubiläum. Das würde ich den einen oder anderen empfehlen. Das wäre meine Empfehlung. Und zu den Bannern, was es dazu zu sagen gibt. Ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Glück, wenn ihr das summon werdet. Ich werde, wie gesagt, die Tage summon. Gehen wir aber mal rüber jetzt zu den weiteren News. By the way, bevor ich das vergesse. Und zwar haben sich viele darüber beschwert, dass der Active Skill auf Englisch dub ist, in englischer Sprache. Ich will dazu nicht sagen, es ist Geschmackssache. Aber auf der globalen Version könnt ihr die Sprache ändern. Ich hoffe, das wissen viele. Ihr könnt auf Englisch oder auf Japanisch die Sprache ändern. Also wenn ihr die japanischen Active Skill Voice haben wollt, dann ändert das Ganze auf Japanisch. Alles klar, dann schauen wir uns das Ganze mal mit dem neuen LR Broly an. Wie kam denn das Ganze dazu? Schaut an DBZ Space. Wenn eine Version, sei es Global oder JP, einen Data-Download bekommt, dann postet er die ganzen Daten, die Datenbank, die hinzukam, quasi separat und wir können dann nachlesen, okay, was kam hinzu. Zusätzlich eben dazu auf Global, was hinzugefügt wurde mit den ganzen Informationen, Details zu LRG und so fort, was wir gerade uns angesehen haben, wurde noch weitere Daten entdeckt, die darauf eben hinweisen, dass in Zukunft ein Transforming Broly kommt und dieser ein LR sein könnte. Zum einen aus diesem Datensatz, denn aus diesem Datensatz kann man ablesen, dass eine ID hinterlegt wurde für eine neue Karte, für einen neuen Charakter und dieser heißt Legendary Super Saiyan Broly in Klammer Transformation. Mehr wissen wir nicht, wir wissen nicht, was für Links er hat, was für Pass er hat, wie der aussieht, was für einen Typus er hat. Wir wissen nur, eine ID wurde hinterlegt in den Daten mit Legendary Super Saiyan Broly Transformation. Wenn wir uns mal dann quasi, wenn wir uns die Datenbanken quasi ansehen und die Daten, die reinkamen, dann kann das Ganze so aussehen. Und aus diesen Daten können wir eben herauslesen, okay, was wurde hinzugefügt. Zum einen seht ihr hier oben, das sind Informationen zum Active Skill, zum LRGG. Und in dem Datensatz zu den hinzugefügten Active Skills gab es eben noch einen weiteren Active Skill. Dieser Active Skill heißt Kakarot. Dieser Active Skill gibt diesem Charakter Ki plus 24 auf den Angriff 48% für eine Runde und dieser Active Skill kann sich aktivieren nach der Transformation einmalig. Und das ist eben ein Indiz dafür, dass dieser Active Skill auf jeden Fall zu dem Broly gehört, da ja eben eine ID hinterlegt wurde für den Legendary Super Saiyan Broly in Klammer Transformation. Und diese 24 Ki sprechen halt dafür, dass dieser Charakter dann auch ein LR sein wird in Zukunft. Team Dokkan hat das auch schon bestätigt. Es wird ein Summonable LR Broly sein in Zukunft. Wann dieser kommen wird, wissen wir noch nicht. Ich gehe davon aus, dass es für Part 2 sein könnte, der Goku Day Celebration, weil aktuell haben wir Part 1. Lasst euch von den Ki plus 24 nicht irritieren. Warum 24? Nun, die Entwickler müssen auch davon ausgehen, dass diese Karte neutral betrachtet wird. Was meine ich damit? Da meine ich, dass keine Einwirkung durch den Leader Skill beispielsweise existiert. Heißt, wenn dieser Charakter keine Key bekommt, dann soll er aber durch seinen Active Skill auf jeden Fall seinen Ultra Super Attack machen und deswegen sind das Key plus 24. Und diese 48% für eine Runde würde ich nicht kleinreden oder von denen würde ich mich nicht irritieren lassen. Das hört sich erstmal wenig an. Aber wissen, es wird quasi durch einen Active Skill getriggert und dies darum heißt, das wird separat kalkuliert. Das wissen wir aus LRB-Pan. LRB-Pan gibt ja ihren Support-Aspekt durch den Active Skill
Skill 33% für eine Runde für jeden, aber dieser wirkt sich separat aus und der Boost kann dann höher werden, deswegen würde ich das nicht kleinreden. Wir wissen ja noch nicht, was die Passive von Broly ist. Wenn er einen hohen Attack-Set hat, dann wird es ja separat drauf kalkulieren und das wird dann ein höherer Boost als 48%. Aber wie gesagt, das ist alles dazu. Eine ID wurde hinterlegt zum Transforming Broly und wegen dem Active-Skill oder Team Nook hat es auch bestätigt, es wird in Zukunft ein Summonable LR Broly kommen, ein weiteres Summon LR Broly. Wenn wir in Zukunft natürlich weitere Informationen dazu bekommen, werde ich es euch so schnell wie möglich wissen lassen. Das sind die aktuellen Sachen, die wir aus den Daten eben herauslesen könnten zu dem Broly. Weiter im Kontext haben wir dann folgendes, das EZA Shout an Goresh für Goku Black kommt ja auch, wie gesagt, für die japanische Version. Das sind die Übersetzungen, Freunde, was ändert sich, ergibt durch den Leader-Skill nach dem EZA physisch charakterieren Ki plus 3 HP Attack mit 120%, pro Orb, den er einsammelt, bekommt er auf den Angriff 15% und auf die Verteidigung ebenso. Jedes Mal, wenn er angegriffen wird, bekommt er Ki plus 1, Maximum sind Ki plus 5, wenn er gegen einen Goku's Family Gegner kämpft, dann change er zufällig eine Farbe oder einen Typus von Orbs in physisch Orb, nee, in Rainbow Orb. Genau, in Rainbow Orb, sorry, in Rainbow Orb. Und bekommt dann pro Orb, den er einsammelt, Attack und Death 5% drauf, wenn er, wie gesagt, gegen einen Goku's Family Gegner kämpft. Immense Damage macht er mit der Super Attack und verringert greatly, also stark Angriff und Verteidigung des Gegners. Das ist auf jeden Fall gut. Es geht. Die Passive hört sich, also ist auf jeden Fall nicht schlecht. Er wird auch viel Schaden machen, so ist es nicht. Aber sie hört sich ein bisschen lame an, sag ich mal, aber ich würde das nicht unterschätzen. Dann würde ich auf jeden Fall erstmal gucken, wie das Ganze sich auswirkt, wie er sich macht. Und genau, ja, wie gesagt, Goku Black's Izay kommt auch die Tage. Goku's Family Kategorie wird sehr effektiv gegen ihn sein. Außerhalb davon, Freunde, im Japan-Städte-Download hatten wir noch gewisse ein, zwei weitere Informationen hinzukommen. Zum einen, was wichtig ist, ihr könnt es euch ganz alles gerne mal durchlesen. Was wichtig ist, ist, es werden neue Stages zu dem Broly Story Event hinzugefügt. Dragon Ball Super Broly Story Event. Und wenn man Stage 12 schafft, bekommt man einen Free-to-Play Gogeta. Dieser Free-to-Play Gogeta sieht folgendermaßen aus, Freunde. Und ihr seht es auch schon, er ist zum einen Free-to-Play und er bekommt ein EZA. Und nach dem EZA hat er folgendes drauf: durch den Leader-Skill gibt er Fusionscharakteren Ki plus 3 HP Attack und F 77% oder Strength-Charakteren Ki plus 2 HP Attack und F 30%. Mit der Super Attack erhöht er seinen Angriff und das kann sich stacken. Jedes Mal, wenn er einen Super Attack startet, erhöht er seinen Angriff und macht Supreme Damage. Passive auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er 77%. Er bekommt zusätzlich auf den Angriff und auf die Verteidigung 20%, wenn ein Goku's Family Kategorie Mitglied im Team ist, und bekommt dann nochmal weitere Attack mit 20%, wenn ein Vegeta Family Mitglied im Team ist. Macht zudem sehr effektiven Schaden gegen jeden, wenn er gegen einen Movie Boss Gegner kämpft. Links ist Saiyan Warrior Race, Saiyan Lineage, Open Flash, Shocking Speed, Fuse Fighter, Kamehameha Shed in the Limit und in den Kategorien vertreten Fusions und Movie Heroes. Sehr schöner, sehr geiler Free-to-Play-Charakter, vorerst für die japanische Version, wird in Zukunft natürlich auch für die globale Version kommen. Dann zu dem neuen Event mit der Schwierigkeit eines Super Battle Roads. Haben wir auch gewisse Informationen, das Event kommt, wie gesagt, am 9. Mai, 8 Uhr morgens unserer Zeit online. Und zwar folgendes, das werden die Gegner sein, wir kämpfen gegen Base von Goku, gegen Goku an sich, können auch vielleicht Super Saiyan sein. Dann wird er jedenfalls zu Super Saiyan 2 Goku, Super Saiyan Goku, Super Saiyan Goku Blue, Goku Ultra Instinct 2 und dann Goku Ultra Instinct. Und in den Kämpfen wird der Gegner quasi folgende Sachen haben. Er wird eine Damage Reduction bekommen, man kann ihn nicht stunnen, man kann nicht ziehen, man kann seinen Angriff nicht debuffen und so fort. Er kann auch dodgen und ich bin auf jeden Fall drauf gespannt, er kann auch kontern. Ich bin auf jeden Fall drauf gespannt, wie das sein wird. Wenn das Event online kommt, werden wir das auf jeden Fall machen, von der Schwierigkeit her. Wenn man das Event schafft, gibt es 30 Stones einmalig, Freunde, durch die Mission. Und ich bin echt drauf gespannt, wie das Event verlaufen wird. Ansonsten, Freunde, werden das alle Informationen und Details zu den aktuellen Versionen, zu JP und Global, beziehungsweise muss ich sagen, zu der Goku Day Celebration auf beiden Versionen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dürft dem Ganzen gerne auf jeden Fall Like gehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.